FC Bayern Superfan und Moderator Kai Pflaume hat sein Team gestern in der Allianz Arena in München wieder richtig feiern können. Die Bayern gewannen gestern ein dickes 3:1 gegen Manchester United im Viertelfinale der Champions League. Und Kai scheint sich darüber sichtlich zu freuen, wie er auf Facebook zeigt. Boris Becker Instagramt nächtliche Friseurtermingrüße direkt aus seiner Küche. Alle scheinen richtig happy zu sein, nur der kleine Amadeus will nicht so richtig in die Kamera lächeln. Verständlich, schließlich bleibt jetzt weniger Zeit für Kinderträume. Rapper Materia hatte ebenfalls eine schlaflose Nacht, wie er mit diesem Video von seinem Köln-Konzert auf Facebook zeigt. Was für eine Stimmung. Selfies sind out. Jetzt kommt der Suckli-Trend, wie das Comedy-Trio Waititi mit diesem Bild zum Welt-Suckli-Tag auf Facebook beweist. Schauspieler Kostja Ullmann dagegen folgt einem anderen neuen Selfie-Trend. Er schreibt, auf einem Selfie muss man deutlich signalisieren, dass man nicht fotografiert werden möchte. Echt cool. Und Wilson Gonzales Ochsenknecht lässt mit diesem Facebook-Video Kunstperückenherzen höher schlagen. Wie romantisch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Update.